Und damit ein herzliches Willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Um was geht es in dieser Folge? Es geht in dieser Folge um den doppelten Bonus, den es ja gibt. Wir haben ein neues Event, das heißt Fill Your Treasury Faster. Man kann seine Clanburg etwas schneller füllen, indem man sich den doppelten Bonus abholt. Aber, tolle Wurst, ich kann erst in 11 Stunden und 46 Minuten damit anfangen, die überhaupt den Sternebonus für heute zu bekommen und bin aber dafür in Meister 3 eigentlich ja reingedeft. Eigentlich wollte ich da nicht rein, aber passt ja ganz gut. Was gibt es in Meister 3? In Meister 3 gibt es 110.000 Gold, 110.000 Elex und 560 Dunkles. Das heißt also, es gibt dann das Doppelte, wenn ich denn die 5 Sterne voll mache und ich habe oben ein Schild, das seht ihr selber. Ich bin mal angegriffen worden und habe tatsächlich auf meine Defense verloren. Das muss ich mir mal angucken, wie. Ich habe ihm zumindest richtig was angeboten. Weit über 4000 Dunkles, das ist natürlich schon ein Angebot. Und weiß eigentlich manchmal gar nicht, wie mein Dorf eigentlich defft, weil viele kippen hier auch noch in Meister nur Pokale ab. Und so gewinne ich hier. Ist natürlich auch schön. Eine Def nach der nächsten. Es gibt ja auch den Erfolg, dass man mindestens 5000 Mal gedefft haben soll. Ich weiß zwar nicht, wann man da hinkommt, aber ich habe gesehen, dass meine Clan-Truppen komplett überlebt haben. Deswegen habe ich sie auch noch drin. Er hat also mein Rathaus-Minimum geschafft. Und dann wollen wir das mal eben reparieren. Ich habe ausgebildet eine kunterbunte Farmtruppe. In der Hoffnung, dass mein Queen Walk ein bisschen besser wird, dass ich etwas besser mit den Hunden umgehen kann. Denn die Hunde sind in 4 Tage, 11 Stunden auf Level 3. Und eigentlich ist mein Plan dann da natürlich auch, was mit im Clankrieg zu machen. Das heißt also ein bisschen Queen Walk, ein bisschen Hunde oder auch einen richtigen Golaloon auf RH10. Und deswegen habe ich mir die Truppe so ein bisschen bunt gemixt, habe ein paar Zauber dabei, um die Queen durchzuheilen und brauche dringend Gold, denn ich habe gestern Abend noch mit Ach und Krach meine dritte La auf Max Level anstarten können. Dafür musste ich auch meine gesamte Treasury plündern, sonst hätte das nicht funktioniert. Und das Farmen hier oben in Meister 3 geht noch ganz gut, auch mit der Kobold-Kombination, aber es geht natürlich etwas besser, wenn man ein bisschen bessere Truppen am Start hat. 93.000 jetzt schon wieder an Dunklen für den nächsten Gang des Kings. Was ich letztendlich weiterforsche, weiß ich noch nicht. Aber ich habe eigentlich ja immer vor, eine Clan-Kings-Truppe zu machen und eine Fun-Truppe. Eine Fun-Truppe wären jetzt hier hinten die Barbaren und die Bogenschützinnen, aber die will ich nicht so wirklich machen. Deswegen denke ich, dass ich als nächstes den Sprungzauber auf Max-Level bringe. Der braucht auch nur 7 Tage und dann ist der durch. Denn den brauche ich doch sehr häufig und wenn der dann 59 Sekunden, also fast eine Minute, schon vorab liegt, dann ist das sicherlich gut zu wissen, dass man den nicht so zeitig bringen muss, sondern man kann ihn rechtzeitig oder relativ früh setzen und dass die Truppen denn da reinlaufen. So genau weiß ich es noch nicht. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, ob es denn der Jumpspell sein soll oder doch vielleicht eine Fun-Truppe. Aber ich muss wirklich sagen, gerade hinten die Bartsch-Truppen, die brauche ich nicht wirklich zum Farmen. Dafür habe ich als allererstes die Kobolde fertig gemacht und greife dann eher weniger mit Bartsch an. Das kommt vielleicht, wenn ich mal irgendwann RH11 bin, dass ich dann wieder ein bisschen mehr rumbartsche. Aber im Moment mache ich halt nach wie vor die Kobi-Truppe. Habe eine Mauer jetzt schon mehr gemacht hier auf Max-Level. Ich wollte das Elex jetzt nicht ganz verbrauchen. Ich hätte zwar noch eine weitere Mauer machen können, aber dafür war mir das Elex dann doch ein bisschen
zu riskant, dass ich das in den paar Tagen dann nicht mehr reinfarme, weil ich im Moment nach wie vor viel zu tun habe und dann komme ich auch nicht so wirklich zum Powerfarm. Nichtsdestotrotz wollen wir uns mal einen Gegner mit dieser komischen Armee suchen. Leider jetzt kein Doppelbonus, aber auch das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob sich das wirklich lohnt, dieser Doppelbonus. Ich meine, mit 2-3 Angriffen mehr hat man diesen angeblich doppelten Bonus natürlich tagsüber ganz, ganz locker raus und schafft da sicherlich wesentlich mehr, als dass man den doppelten Bonus einkassiert. Ich muss mal gerade gucken, ja, ich bin im richtigen Wireless-LAN. Das passt schon, manchmal bin ich ja in einem Wireless-LAN, was eigentlich ganz, ganz weit weg ist, aber trotzdem bucht sich dann mein Tablet rein. Und so einer zum Beispiel sieht ganz gut aus für meine Truppe, hat aber ein bisschen wenig Gold. Hätte jetzt ein bisschen mehr Elex gehabt und natürlich ein bisschen Dunkles, das ich nach wie vor auch farme, damit der Pott immer schön voll ist, ich meinen King munter und fröhlich weitermachen kann und dementsprechend den irgendwann mal auch auf Max-Level für RH10 habe, also auf Level 40 und kann dann immer Clankrieg spielen, bis ich dann irgendwann mal RH11 werde, aber das wird sicherlich auch noch richtig lange dauern. Und da lasse ich mir auch richtig lange Zeit mit. So einer wäre eigentlich ganz gut, wenn mich jetzt die Infernos nicht stören würden. Aber die Infernos stören mich mal jetzt nicht. Wir nehmen den einfach mal mit. Wir gucken mal, was mit dieser Truppe geht. Die Hunde sollen natürlich so ein bisschen den... den muss ich mal eben giften. Die Hunde sollen natürlich so ein bisschen die restliche Defense ablenken. Und jetzt gehen wir mal mit der Queen hier rein. Mal gucken, ob die hier reingeht gleich. Oh, die geht schon wieder so blöde. Die kriegt schon... Ah, jetzt geht's so ganz gut. Aber ich musste trotzdem mal ragen, damit das jetzt ein bisschen zügiger hier reingeht. Würde dann jetzt mit meinen anderen Truppen irgendwo reinspringen. Jetzt muss ich aber mal gucken. Wir ziehen jetzt mal hier schon mal den Hund rein und kommen mal mit ein paar Loons hier rein. Dann gibt's erstmal nicht so viel Beschuss. Nehmen den Hund hier mit rein, dass wir hier ein bisschen räumen können und mal gucken, wie weit wir jetzt noch kommen. Dann ziehen wir hier mal die... Jetzt muss ich eben gucken, nicht, dass die Queen mir hier verreckt. Wir ziehen hier mal jetzt den Sprung rein, kommen hier mit unserem Magiern, mal gucken, nehmen die Clanburg noch mit und schauen mal, was jetzt noch geht. Das sieht eigentlich jetzt im Moment bescheiden aus. Meine Queen ist jetzt leider gestorben, aber wir nehmen noch ein paar Ressourcen mit, aber eigentlich so richtig wenig und ja, das ist jetzt nicht so schlimm, dafür ist das immer live. Mal gucken, ob wir das Rathaus noch bekommen mit den Magiern, die sind ja noch gut dabei, jo, das haben wir gekriegt, okay, das heißt, der Bonus ist uns da sicher und wir friesen den mal nochmal, dann kriegen wir hier noch das Elex und vielleicht kriegen wir noch den dunklen Bohrer, den ein. Den kriegen wir auch noch, jawohl, dann kriegen wir auch noch das Lager, denn jetzt werden die nochmal so ein bisschen geheilt. Ich meine, sie kriegen jetzt keinen Beschuss, jetzt kriegen erstmal die Heiler Beschuss. Das war, ja, mein Gott, das war ein ganz angenehmer Angriff. Wir haben gewonnen, 2 Sterne sogar und wir sind jetzt zwar nicht ganz so bis zum Dunklen vorgedrungen, aber haben uns so ein bisschen was reingeholt, ja, 3,32, 3,88. Und fast 2000 Dunkles, sind sogar 2000 mit dem Bonus hier oben. Ja, das ist in Ordnung, da kann ich mit leben. Und farme allerdings jetzt wieder mit meinen, ja, vermeintlich Lieblingstruppen weiter. Ihr kennt sie mittlerweile, die Kobold Riesenarmee. Und die trainiere ich auch gleich nochmal nach, baue dann gleich die Spells nach. Und dann soll es das auch erstmal, denke ich, gewesen sein, CK-mäßig. Schlagen wir uns im Moment mehr recht als schlecht gegen die Engineering-Truppe aus Slowenien durch. Also die Leute oder die Jungs und Mädels da drüben sind gut drauf, machen wirklich gute Angriffe. Das muss man dem Gegner auch mal den Tribut zollen, dass die auch taktisch sehr gut sind. Das heißt, sie dreiern hier auch schon mal bei uns im sehr, sehr hohen Bereich. Also 6 und 8 haben hier 3 kassiert. So dass der erste sich hier ganz locker um Marcel kümmern konnte mit 100%. Also da sind die schon taktisch sehr, sehr gut drauf, die Jungs aus Slowenien. Aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Allerdings hat der Gegner auch noch einiges an Angriffen offen.
Und wir haben auch noch einige Angriffe offen und haben auch noch sehr, sehr viele Bases auf. Also es ist nicht so, dass das Ding verloren scheint. Aber wir müssen schon richtig reinhauen hier, um zumindest dort ein bisschen gegen anzustinken. Aber ich denke mal, das werde ich euch, wenn, dann in der Folge morgen zeigen. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Also schreibt mir in die Kommentare, was ihr so von diesem doppelten Bonus haltet. Abonniert meinen Kanal und lasst mir einen Daumen für dieses Video nach oben. Und dann verbleibe ich, euer Toto, clasht.